Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es wieder um den M2, um den M2 Competition. Und zwar schauen wir uns heute jetzt einmal das Differential vom M2 Competition an. Ich habe hier jetzt das alte Differential liegen. Alt ist hiermit gemeint, das ist das Differential, was original am Auto verbaut war. Und ich hatte ein bisschen Probleme auf der Rennstrecke. Teilweise sind Geräusche entstanden, teilweise hatte ich auch so leichte Klopf- oder Schlaggeräusche, je nachdem, über welche Art von Bodenwellen ich gefahren bin. Und habe mir dann irgendwann ich glaube, das war Anfang 2020, mal noch ein Tauschdifferential besorgt. Das hatte ich relativ günstig entdeckt und wollte das dann irgendwann wechseln. Das habe ich jetzt machen lassen. Das war auch Ende 2020. Das heißt also, wie gesagt, das liegt jetzt schon eine Weile bei mir hier in der Garage. Wechseln habe ich das Original bei BMW. Ich wollte es erst selber machen, habe dann aber im Internet mir die Anleitung besorgt und gesehen, dass man jede Menge Spezialwerkzeug braucht, um das abzustützen, dass man den kompletten Hinterachsteil des Autos absenken musste. An der Hinterachse ist praktisch so eine Art kleiner Käfig, in dem das Differential aufgehangen ist, in dem auch der Stabilisator sitzt. Und dadurch, dass man da eben so viel Spezialwerkzeug braucht, war mir das dann einfach zu heikel und habe das bei BMW machen lassen. In dem Zug habe ich auch den Hinterachsstabilisator noch tauschen lassen. Das heißt, ich habe jetzt sowohl Vorderachse als auch Hinterachse den Stabilisator eben gegen die HR-Version getauscht. Heute geht es aber, wie gesagt, jetzt ganz im Speziellen um das Differential. Wie gesagt, ich hatte ein paar Geräusche. Seit dem Tausch war ich nicht mehr auf der Rennstrecke. Allerdings sind beim normalen Fahrbetrieb diese Klopf- oder Schlaggeräusche weg gewesen. Das heißt, das Originaldifferential hier hat wahrscheinlich wirklich einen Schlag gehabt. Was es dazu noch Interessantes zu sagen gibt, ist vor allem, deswegen zeige ich jetzt auch diesen Bereich hier, ist der Anschlusspunkt zur Kardanwelle. Hier wird nämlich die Kardanwelle angeschlossen und diese Verzahnung, die man hier sehen kann, ich werde jetzt mal ein bisschen näher ranzoomen, diese Verzahnung hier, die hat sich geändert. Das bedeutet, es gibt also unterschiedliche Versionen von diesem Differential. Und die Version, die ich besorgt hatte, die hatte zwar die gleiche Teilenummer, hat aber hier eine andere Verzahnung gehabt. Und deswegen konnte ich auch die Original-Kardanwelle dann nachher nicht mehr weiterverwenden. Bedeutet, es gibt zu diesem zweite Generation-Differential, nenne ich das jetzt mal, auch eine spezifische Kardanwelle. Bedeutet, wenn ihr so einen Tausch macht, am besten vorher mit BMW abklären, denn mein BMW-Händler, der wusste das auch nicht, beziehungsweise dem ist es dann auch erst aufgefallen, als er das neue Differential verbaut hatte, dass die Original-Kardanwelle hier nicht mehr angeflanscht werden kann. Und wir mussten dann eben eine spezielle Generation 2 Kardanwelle bestellen, damit das überhaupt nachher funktioniert. Und heute im Video, zusätzlich zu der Information an eben alle, die Ähnliches planen, sich da ein bisschen vorher zu informieren, ob das Generation 1 Differential ist, was ihr verbaut, oder Generation 2 Differential, dass da eben noch zusätzliche Kosten auf euch zukommen in Bezug auf die Kardanwelle. Schauen wir jetzt heute mal in das Differential rein, um zu gucken, was sind denn da für Verschleißspuren, denn ich habe ja bereits Ölwechsel gemacht am Differential und mir war aufgefallen, dass das Öl nach relativ kurzer Nutzungszeit auf der Rennstrecke ja den Zenit schon deutlich überschritten hatte, sprich wirklich fertig war, und ich habe jetzt circa nach jedem Rennstreckenbesuch immer einen Differentialölwechsel gemacht. Und das würde ich auch eigentlich jedem empfehlen, der das Auto auf der Rennstrecke bewegt. Das Ölreservoir im Differential ist relativ klein und bei diesen hohen Beanspruchungen verschleißt das Öl doch relativ schnell. Und wie gesagt, ich werfe jetzt mal einen Blick innerhalb des Differentials oder in das Differential rein, um zu schauen, sind dort irgendwelche Verschleißspuren zu erkennen. Das Erste, was ich mache, ich drehe das Differential jetzt so, dass der Öldeckel nach oben zeigt, beziehungsweise ja, die Abdeckung eben des Differentials. Das ist relativ schwer. Jetzt haben wir es auf der richtigen Seite. Das hier oben sind solche Kühlrippen, die sollen zusätzlich noch mal ein bisschen das Öl im Differential kühlen. Hier ist ein Anschluss für einen Sensor und hier haben wir, wie gesagt, verschiedene Schrauben oder Verschraubungen, die den Differentialdeckel auf dem Differential halten, und die werden wir jetzt lösen. So, ich habe das jetzt ja einmal gedreht, das Differential, und wir sehen jetzt hier verschiedene Verschraubpunkte, die den Differentialdeckel auf dem Differentialkörper halten, und das sind spezielle Schrauben oder
eben keine Standardschrauben, also ihr könnt hier keine normale Nuss verwenden. Ich habe jetzt hier eine entsprechende E8 Nuss. Ich hoffe, man kann das hier jetzt erkennen, dass die hier eben einen speziellen Zahnkranz haben. Ich zoome hier auch noch mal ein bisschen rein auf so eine Nuss. Ich denke, man kann das jetzt ganz gut erkennen. Und die werde ich jetzt eben lösen, um so den Differentialdeckel abnehmen zu können. Ich mache das jetzt im ersten Schritt oder versuche ich das im ersten Schritt mal mit einer normalen Ratsche zu machen und noch nicht gleich mit dem Schlagschrauber ranzugehen. Mal gucken, wie das funktioniert. Also die erste ließ sich jetzt ganz gut lösen. Ich versuche jetzt alle einmal anzulösen. Für den Fall, dass irgendwo eine dabei ist, die ein bisschen Zicken macht. Im Idealfall sollte hier jetzt nicht groß Differentialöl austreten. Für den Fall, dass es das tut, aber einfach ein paar Tücher bereithalten, damit man das dann aufnehmen kann. Aber normalerweise ist das Volumen, was sich hier in dieser Wanne befindet, so gering, das müsste locker in den Differentialkörper reinpassen. Jetzt habe ich die alle angelöst. Ich lege die Ratsche mal woanders hin, für den Fall, dass was rausläuft. Jetzt drehe ich die alle raus. Und dann schauen wir mal, ob der Deckel kommt oder auch nicht. Dann haben wir jetzt die erste Schraube. Lege ich hier mal hin. Man riecht schon, allein durch das Rausdrehen der Schraube tritt da jetzt dieser wunderschöne Differentialgeruch in die Umwelt. Ich finde eigentlich, das riecht relativ okay. Manche Leute mögen das ja nicht so gerne. Mich stört das jetzt nicht so sehr, der Geruch. Gibt Schlimmeres. So, ich habe jetzt das Differential noch mal ein bisschen gedreht, beziehungsweise den Werkstattwagen, auf dem das Differential liegt. Hier sind noch zwei 18er Schrauben, die diese Strebe mit dem Differentialkörper verbinden. Die muss ich jetzt leider auch lösen, denn ich habe gesehen, hier unten drunter unter der Strebe sitzen auch noch mal zwei von den Schrauben. Das bedeutet, der Differentialträger hier muss auch weg. Okay, die sind gut fest. Also die 18er Schrauben hier sind sehr fest. Gegebenenfalls muss ich doch den Schlagschrauber zum Einsatz bringen. Ja, wobei, die kam. Jetzt noch die andere Seite. Die sitzen auf jeden Fall ordentlich fest, aber es geht auch ohne Schlagschrauber. Reicht auch, wenn ich jetzt dadurch, dass ich die Schrauben ein bisschen gelöst habe, den Träger hier einfach ein bisschen nach vorne ziehe. Das gibt mir schon genug Raum, um hier oben an diese beiden versteckten Schrauben ranzukommen. Ich versuche die jetzt euch mal zu zeigen. So, jetzt kann ich die Schrauben hier vorne komplett rausdrehen. Und kann jetzt weitermachen, alle anderen Schrauben auch entsprechend rauszudrehen. So, die Schrauben sind jetzt alle rausgedreht, die sind vom Typ her alle gleich. Jeweils mit einer Unterlegscheibe versehen. Die Korrosion hat hier tatsächlich schon ganz gut zugesetzt. Man kann das hier erkennen am Schraubenkopf. Insgesamt sind es 16 Schrauben.
Also ich denke, wenn ich das Differential wieder aufarbeiten lasse, werde ich hier auf jeden Fall neue Schrauben verwenden, damit die Köpfe wieder in Ordnung sind und korrosionsfrei. Packe ich jetzt mal zur Seite. Und jetzt müsste sich eigentlich dieser Deckel hier abnehmen lassen. Kann sein, dass wir jetzt hier einen Gummihammer brauchen, um den Deckel runterzubekommen. Ich habe jetzt hier so einen Gummihammer und mit dem versuche ich jetzt hier mit leichten Schlägen den Deckel anzulösen, sodass der sich abnehmen lässt. Hier hinten kam er jetzt schon ein bisschen, das gleiche mache ich jetzt hier vorne noch, beziehungsweise vielleicht kann ich jetzt sogar schon den hier runter wackeln, ja. Das ist nur noch ein bisschen Dichtmasse, die ist jetzt auch weg. Und jetzt ist der Deckel sozusagen frei. Das Gute ist, hier lief jetzt schon mal kein Öl raus. Das heißt, das sieht gut aus, dass uns da nichts verloren geht oder rausläuft. Ja, und schon ist das Differential geöffnet. Man kann jetzt hier in der Ölwanne sehen, dass da doch relativ viele dunkle Ablagerungen schon vorhanden sind. Also dieses Graue im Vergleich hier vorne zu dem Silbernen von der Wanne. Das hier sind alles Ablagerungen. Das heißt, da ist dann doch schon ganz schön. Man muss aber bedenken, das Fahrzeug hat jetzt erst 11.000 Kilometer Rennstrecke gesehen. Also nicht ganz 11.000 Kilometer Rennstrecke, vielleicht 8.000 oder 7.000 Kilometer Rennstrecke. Aber wenn man sich das so anschaut, wie gesagt, hier unten nochmal als Vergleich, der Bereich, wie die Wanne eigentlich aussehen sollte, ist da schon verdammt viel Abrieb drin. Ich nehme mal gerade ein Tuch, um euch das ein bisschen zu verdeutlichen. Da packe ich den jetzt am geschicktesten hin. So. Ich nehme jetzt einfach mal ein weißes Tuch. Ganz normales weißes Papiertuch und fahre jetzt mal hier über so eine Stelle drüber. Und dann kann man schon sehen, wie das Tuch hier ganz klar Metallabrieb zeigt. Also da ist wirklich, oh ja, da ist schon gut Abrieb vorhanden. Insofern war es doch ganz gut, dass ich das Differential getauscht habe. Zeigt aber halt auch, wenn man die Größe der Wanne nimmt, wirklich viel Volumen hat die nicht. Dementsprechend ist da auch die Kühlleistung oder die Schmierleistung nicht so gegeben. So, ich habe jetzt die Kamera mal umpositioniert. Wir haben jetzt hier also einen deutlich besseren Blick in das Innere des Differentialkörpers. Wir haben hier außen, da kann man das so ein bisschen am Rand erkennen. Ich drehe das mal jetzt leicht. Da ist so ein elektronischer Stellmotor, beziehungsweise ein elektronisch geregelter Motor, der auch nochmal, weil das ja ein elektronisch geregeltes Differential ist, das heißt, über diesen Motor kann die Differentialwirkung variiert werden. Der greift hier innen drin. Das wird jetzt schwer zu sehen. Ich probiere mal die Kamera ein wenig zu kippen. Jetzt kann man es, denke ich, ganz gut sehen. Hier innen drin greift das Ritzel des elektronischen Stellmotors auf ein anderes, größeres Ritzel, sodass da eben mehr Kraft entsteht. Und so kann er hier die Vorspannung variieren und dadurch natürlich auch die Differentialwirkung. Das ist der Unterschied zu einem, sage ich mal, klassischen mechanischen Differential. Hier wird die Sperrwirkung eben elektronisch gesteuert. Was kann man sonst noch groß erkennen? Hier aktuell nicht sonderlich viel. Wir können hier noch sehen, dass das Tragbild, also sprich die Verzahnung, wie hier Teller-Kegelrad ineinander greifen, dass das sehr, sehr gut aussieht. Also hier kann ich jetzt erstmal keinen größeren Verschleiß erkennen. Jetzt habe ich nochmal umpositioniert und jetzt kann man hier das Tragbild nochmal ein bisschen schöner sehen. Wir haben hier über die gesamte Fläche also eine Abschürfung, beziehungsweise es wurde hier ein bisschen Material abgenommen. Das sieht man daran, dass es eben so silbrig glänzt im Vergleich zu dem Rest, wo eben keine Kontaktfläche da war. Das bedeutet, hier die Kontaktfläche ist wirklich ein sehr, sehr schönes, gleichmäßiges Tragbild. Ich kann jetzt hier auf den ersten Blick auch keine gröberen Verletzungen erkennen in irgendeinem, ja, dieser Tragbilder. Das heißt, soweit sieht das eigentlich in Ordnung aus. Wenn wir uns jetzt das Ganze nochmal hier unten etwas genauer anschauen. So, auch hier habe ich jetzt nochmal umpositioniert
Und auch hier ist es jetzt eben wirklich schön zu erkennen, dass dieses Kegelrad, hier oben haben wir das, hier oben hatten wir das Tellerrad, das ist gerade nicht zu sehen, das hier ist das Kegelrad, und dass das Kegelrad eben wirklich, ja, auch ein sehr, sehr schönes Tragbild hat. Also sprich, die Auflagefläche zwischen Kegelrad und Tellerrad ist eigentlich ideal. Also wie gesagt, ich bin jetzt kein Experte, aber das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Also ich hatte so ein Tragbild mal gesehen bei einem Ford Mustang von mir in einem Differential, das von einer Fachwerkstatt getauscht wurde. Da war die Einmessung deutlich schlechter, da hatte man ein deutlich ungleichmäßigeres Tragbild. Das heißt, das hier ist jetzt im Vergleich zu dem, was ich kenne, wirklich super gut. Das heißt, wirklich mechanische Beschädigung kann ich hier jetzt tatsächlich nicht erkennen. Wie gesagt, das Einzige, was jetzt eben ein bisschen auffällig ist, dass für meinen Geschmack, für die Laufleistung schon relativ viel Abrieb vorhanden ist. Da habe ich aber allerdings auch keine wirkliche Referenz oder keinen wirklichen Vergleich. Also, ob das jetzt normal ist bei der Laufleistung. Problem ist ja auch, ich hatte damals bei BMW angefragt, bei der Einfahrinspektion nach 2000 Kilometern, wie das ist mit dem Differential, ob man da einen Ölwechsel, also einen Differentialölwechsel machen sollte, ja oder nein. Und da wurde mir gesagt, bei der Werkstatt, wo ich war, dass eben bei diesen Differentialen das nicht möglich ist, hat man zum einen gesagt, und zum anderen nicht notwendig. Das mit dem nicht möglich, habe ich ja schon mal erwähnt, war eine Fehlinformation. Da weiß ich nicht, ob die Werkstatt das einfach nicht wusste oder ob sie es einfach nicht machen wollte, aber wir sehen ja hier im Differentialdeckel, dass wir eben Ablassschrauben haben und dass man da eben auch wunderbar befüllen kann. Also das hier ist jetzt die Befüllschraube, das hier unten ist die Ablassschraube. Wenn wir das Ganze nochmal ein bisschen drehen, da ist ja Gott sei Dank keine Flüssigkeit drin, kann man das auch sehen. Da kommt man also, ja, kann man wunderbar das Differentialöl wechseln. Das ist also kein versiegeltes Produkt oder kein Produkt, wo man das nicht machen könnte. Das bedeutet, die Information war halt einfach falsch, aus welchen Gründen auch immer. Die Frage ist jetzt, was wäre gewesen, wenn man da nach diesen 2000 Kilometern das Differentialöl getauscht hätte? Würde dann gegebenenfalls hier drinnen weniger von diesem Abrieb vorhanden sein, weil das vielleicht, ich sag mal, zu einer Einfahrphase gehört, dass hier sich die Teile eben gegeneinander noch einlaufen müssen und da eben mehr Abrieb entsteht, und hätte man dann vielleicht mit so einem initialen Differentialölwechsel das Ganze ein bisschen minimieren können, der Abrieb, der sich hier drin befindet, ich weiß es nicht. Wenn ich das so sehe, würde ich aber sagen, es schadet auf gar keinen Fall, wenn man nach diesen 2000 Kilometern, wenn es die BMW-Werkstatt nicht machen möchte oder eben nicht weiß, wie es geht, wenn man das selber macht und da entsprechend Differentialöl wieder auffüllt. Das Öl, was ich hier verwende, ist auf jeden Fall den Tausch wert, hätte ich gesagt. Wie gesagt, mechanische Beschädigung kann ich hier nicht erkennen. Ist mir jetzt noch ein bisschen ein Rätsel, woher dann diese merkwürdigen Heulgeräusche kamen. Die waren eigentlich schon symptomatisch für ein Differential. Ich kann es jetzt auf den ersten Blick nicht erkennen. Da muss ich auch mal mit meiner Fachwerkstatt sprechen, ob die noch eine Idee haben, woher das kommen kann. Vielleicht ist auch einfach eines dieser Lager, was sich hier befindet für die Achsen, vielleicht ist da etwas ausgeschlagen. Das muss man halt mal nachmessen. Jetzt so auf den ersten Blick ist auf jeden Fall keine grobe, direkte Beschädigung. Insofern muss man der Sache jetzt genau auf den Grund gehen, denn ich werde dieses Differential wieder aufarbeiten, um dann eben für den Fall, dass das jetzige Tauschdifferenzial halt auch irgendwann Geräusche macht oder den Geist aufgibt, dass ich dann wieder eins zum Tauschen habe. Das soll es jetzt an Informationen zu dem M2-Differential gewesen sein. Ich hoffe, es waren hilfreiche Informationen für euch dabei und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video auch wieder am Start. Bis dahin, ciao!